alle Unternehmer haben begriffen, wenn wir jetzt Reichweite haben wollen oder wir wollen unser Produkt, wovon wir überzeugt sind, nach außen bringen, kommen wir ohne die Jungs nicht weiter und Mädels natürlich. Ich habe einige Unternehmen gefunden, wo Content super interessant war für unsere Zielgruppe, aber die haben ganz klar gesagt, du machst uns zu viel verrücktes Zeug. Die Glaubwürdigkeit ist einfach immens, wenn du einfach du selbst bist. Ich glaube, die Susanne hatte einen Plan damals. Ich habe immer einen Plan. Sie hatte einen Plan und die haben mich dafür gezüchtet. Igor, als der Influencer der ersten Stunde im Schweißbereich, wie siehst du die neue Nähe der Unternehmen aus der Schweißtechnik? Ja, das hat sich jetzt in den letzten, ich würde sagen, 2 Jahren so langsam etabliert. Und mittlerweile, egal welchen Hersteller du anschaust, ja, zuerst gab es die Marketingabteilung, endlich mal haben die eine Marketingabteilung. Und dann ging es los mit den, ich sag mal, Video-Creatern, mit den Influencern aus der Szene, die gerne etwas Besonderes machen und das natürlich auf YouTube, Instagram darstellen. Und alle Unternehmen haben begriffen, wenn wir jetzt Reichweite haben wollen oder wir wollen unser Produkt, wovon wir überzeugt sind, nach außen bringen, kommen wir ohne die Jungs nicht weiter und Mädels natürlich. Was im Ausland schon längst gang und gäbe ist. Was haben die Influencer denn jetzt noch von den Unternehmen? Meistens entsteht ja eine gewisse Symbiose, eine Zusammenarbeit. Viele Anwender brauchen Technologien, Werkzeuge. Die Unternehmen stellen das zur Verfügung. Natürlich muss das auch alles authentisch sein. Das muss ja funktionieren. Und wenn ich das Werkzeug gut für mich nutzen kann, gehe ich sogar fast meistens auf das Unternehmen selber zu. Und da entsteht eine Zusammenarbeit. Und wenn ich mir das bei Camper anschaue mit den ganzen Jungs, wenn ich mir das bei IWM anschaue, funktioniert das richtig gut, finde ich. Was würdest du denn einem Unternehmen raten, das jetzt überlegt, auch mal was mit Influencern zu machen? Was ist dein bester Rat für Leute, die keine Ahnung haben? Ich finde für die Unternehmen ganz wichtig, dass sie nicht verschlossen sind. Ja? Dass man denkt, ich gebe jetzt Know-how raus oder die Jungs würden das Werkzeug nicht richtig gut einsetzen und das vielleicht nicht so präsentieren, wie man es gerne hätte. Ich würde da wirklich das Ganze ausblenden und das laufen lassen. Ich würde ihnen wirklich die Werkzeuge zur Verfügung stellen. Wenn die Sachen gut sind, werden sie gut ankommen. Und wen Besseres willst du haben, der das Ganze repräsentiert, der täglich damit arbeitet und davon überzeugt ist? Es ist der normale Menschenverstand, sage ich mal, dass sich Kommunikation ändert, dass sie viel direkter, viel schneller wird, dass junge Menschen anders ticken. Ja, ich habe 2 Kinder, die erzählen mir das jeden Tag. Also insofern, wir versuchen alle Kanäle zu nutzen und wir haben ja mit unserem früheren Mitarbeiter, dem Igor, einen Hardcore-Typen mit seinem Freund, dem Joachim Theiss. Also das ist schon sehr nahbar und sehr direkt und unverstellt und authentisch und besser geht nicht. Was lernen Sie denn auch als Unternehmen von Content-Creatern oder Influencern? Ja, das, was ich mir immer selbst auch auf die Fahne geschrieben habe, dass du so bist, wie du bist und auch so rüberkommst, weil die Glaubwürdigkeit ist einfach immens, wenn du einfach du selbst bist. Ja? Und das empfinde ich bei den beiden Herren jetzt, über die wir gerade gesprochen haben, sehr stark, dass sie ihre eigene Persönlichkeit einbringen und dass sie anfassbar, nahbar sind und damit eine große Glaubwürdigkeit haben. Sollte man mit dieser Perspektive als Unternehmer umgehen, wenn man denkt, nee, der Influencer, nee, das ist so, das ist mir dann zu gefährlich. Ja, das ist klar. Ich habe diese Erfahrung auch schon gesammelt. Ich habe einige Unternehmen gefunden, wo Content super interessant war für unsere Zielgruppe, aber die haben ganz klar gesagt, du machst uns zu viel verrücktes Zeug, das passt nicht zu uns. Musste ich akzeptieren, war ich natürlich traurig, aber die meisten, wenn man mit ihnen spricht und austauscht, man kommt immer auf einen Nenner. Ja, natürlich muss das zusammenpassen, natürlich muss das Unternehmen, musst du zu dem Unternehmen passen, aber ich glaube, wenn man sich da gut ordentlich austauscht, funktioniert das. Also ich muss erst dazu sagen, ich glaube, die Susanne hatte einen Plan damals. Ich habe immer einen Plan. Sie hat einen Plan und die haben mich dafür gezüchtet. Ja, konditioniert und ausgebildet, so möchte ich es mal sagen. Auf jeden Fall, ich komme ja aus der IWM-Familie, ich habe ja dort gelernt, habe dort die Ausbildung gemacht. Eines der besten Zeiten habe ich dort. Natürlich ist das Thema mit IWM-Schweißtechnik, mit den Geräten sehr verwachsen, aber ich bin natürlich auch für andere Dinge offen und so ist die Zusammenarbeit entstanden. Ja? Und seitdem? Super Benchmark, ne? Weil er guckt sich alles ganz ehrlich an und wir haben immer eine sehr ehrliche Partnerschaft gehabt. Natürlich. Auf Augenhöhe, das hilft. Überall. Ich finde das ja auch fair. Es gab ja eine Zeit, dass quasi dieser Weg
entstanden ist, dass ich auch andere Dinge testen musste. Das war für beide Seiten nicht so ganz klar, aber du kannst es nur, wenn du dich öffnest. Und trotzdem ist es alles noch so geblieben, wie es eigentlich ist, nur besser. Ja, also der letzte Weg führt wieder zu EWM. So möchte ich das mal abschließen. Und das ist der logische Weg, okay, so sehe ich. Alles klar.